Also, ich bin der Johannes Hüdepohl und habe vor genau einem Jahr eine Bundestagspetition auf den Weg gebracht mit dem Titel „Der Bundestag möge sich umfassend gegen den ESM aussprechen". Und das habe ich gemacht, weil ich mich mit dem Thema ESM intensiv befasst habe. Ich hatte die ersten Vertragsentwürfe und habe darin gelesen, was alles geplant ist. Und darüber war ich sehr, sehr erschrocken, als ich das gelesen habe. Weil das, was ich gelesen habe, hat mich zu den Gedanken geführt, da geht es um die Zukunft auch unseres Landes. Und die Petition hat viele Mitzeichner gefunden und über die Petition ist ein Kontakt entstanden zu dem Bernd Lucke, dem Professor Lucke, ein Ökonom, ein renommierter Ökonom. Und wir beide haben uns Ende letzten Jahres nochmal in Kontakt gebracht. Ganz genau, ganz konkret, er hat mich angesprochen und er hat gesagt, wir müssen was machen. Und aus dem "wir müssen was machen" ist dann das Bündnis Bürgerwille entstanden. Ja, wir vom Bündnis Bürgerwille, wir möchten jetzt mit unseren Aktivitäten, also im Internet, aber auch in der realen Welt, sprich, wir informieren ab jetzt auch per Zeitungsanzeigen über das Thema ESM und rufen dazu auf, sich Gedanken darüber zu machen, sich auch da an der Stelle klar zu positionieren, natürlich uns auch zu unterstützen. Unser Ziel ist es, den Menschen darüber die Information zu geben, die sie bis jetzt nicht bekommen haben. Denn das ist ein ganz großes Defizit, was das Thema ESM anbetrifft. In den Medien ist der ESM kaum kommuniziert worden. Es ist nicht dargelegt worden, dass es sich um ein Gremium handelt, deren Mitglieder vollständige Immunität genießen, die nicht aufgehoben werden kann von keinem Parlament, weder dem nationalen noch dem Europaparlament. Es ist den Menschen nicht dargelegt worden, dass der ESM sein Stammkapital in beliebige Höhe erweitern kann. Es ist den Menschen nicht gesagt worden bis jetzt, dass die Bürgschaftsverpflichtung Deutschlands bei 27% liegt und das entspricht bei einem Stammkapital von 700 Milliarden Euro im Augenblick knapp 200 Milliarden weiterer Bürgschaft. Es ist den Menschen nicht gesagt worden, dass der ESM in Notfällen mit einfacher Mehrheit, also auch über die Stimme Deutschlands hinweg, Kapitalerhöhungen beschließen kann. Es ist den Menschen so vieles nicht gesagt worden. Und das ist das, was wir vom Bündnis Bürgerwille den Menschen sagen wollen. Wir wollen sie informieren, wir wollen sie darüber aufklären und in die Lage versetzen, dieses Konstrukt ESM zu verstehen, um dann angemessen darauf reagieren zu können. Eine Alternative wird in der Bogenberger Erklärung aufgezeigt. Die Bogenberger Erklärung ist ja erarbeitet worden von verschiedenen unter der Federführung des IFO-Institutes. Und die Bogenberger Erklärung zeigt in 16 Schritten auf, wie Wege aus der Euro-Krise gegangen werden könnten. Einige Elemente davon sind zum Beispiel, dass die No-Bail-Out-Klausel strikt eingehalten wird. Das bedeutet keine Haftung für die Schulden anderer Länder. Der zweite Weg ist, dass die Unabhängigkeit der EZB gewahrt bleibt und nicht, wie es jetzt Zug um Zug geschieht, aufgeweicht wird. Und dann der dritte Aspekt dabei ist, dass auch ein geordneter Euro-Austritt von Ländern aus dem Euro-Verbund möglich sein muss. Das sind eigentlich die drei Kernpunkte. Wir denken, dass das gangbare Wege sind, um mit der Krise, so wie wir sie jetzt erleben, klarzukommen. Ich persönlich finde, dass bei diesen zentralen Themen wie die Währung,
wie der Umgang mit dem Budget des Parlaments, dass das Fragen sind, die einer basisdemokratischen Entscheidung bedürfen. Ich bin nicht ein Verfechter einer grundsätzlichen Basisdemokratie für alles und jedes. Ich denke da eher so an das Schweizer Modell an der Stelle, die ja auch eine sehr fein abgestimmte Vorgehensweise haben. Ich bin der festen Überzeugung, dass unsere repräsentative Demokratie, so wie wir sie haben, eine gute Form der Demokratie ist. Aber für mich zeigt die aktuelle Entwicklung, dass sie an ihre Grenzen gestoßen ist. Sie ist an ihre Grenzen gestoßen deshalb, weil jetzt Fragen auf dem Tisch liegen, Fragen zu beantworten sind, die kein Bundestag mehr allein beschließen darf. Es ist in unserem Grundgesetz so vorgesehen, als ein Beispiel, dass mit der Vereinigung der beiden deutschen Länder eine verfassungsgebende Versammlung einberufen werden sollte. Das ist bis heute nicht geschehen. Wir haben ein Grundgesetz, aber keine Verfassung. Das ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Der betrifft unser Staatsverständnis. Und ich denke, dass diese ganz zentralen, elementaren Fragen, und da hat ja auch zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht nun drüber in Urteilen gesprochen, dem Volk als Ganzes überlassen werden müssen in Abstimmungen. Das kann und das darf kein Parlament über die Köpfe der Menschen hinweg entscheiden. Und deswegen unterstütze ich mit meiner Klage Beitrittserklärung mehr Demokratie.